Es gibt einen regelrechten Crash bei Small Caps und Micro Caps, also Aktien mit einer sehr geringen Marktkapitalisierung. Damit sind noch nicht mal die Aktien gemeint, die jetzt vielleicht noch so im S-DAX oder so drin sind, sondern nochmal eine Ebene drunter. Ja, wir sehen hier, die Stimmung bei diesen Investoren ist extrem schlecht von Small Caps. Und gerade auch aktive Investoren sind ja mehr auch in Small Caps mit drin als in einem ETF. Das wird ja oft nicht gesagt, in einem ETF kaufe ich vor allem Large Caps, was gut funktioniert hat. Aber ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, die Aussichten in Small Caps zu investieren waren in den letzten 15 Jahren relativ nie so gut. Kann natürlich immer noch ein bisschen weiterlaufen, aber wenn man sich auf die Sachen wie Bewertung etc. konzentriert, waren die Unterschiede auch noch nie so groß seit 15 Jahren. Über die Gründe kann man auch ein bisschen diskutieren. Ich habe auch ein paar Grafiken dabei. A sind es, denke ich, ETF-Flows, aber auch B ist halt einfach die Stimmung bei Privatanlegern sehr, sehr schlecht ist und auch Fonds, die in diesem Segment investieren, jetzt keine Zuflüsse haben. Was zum Beispiel interessant ist, wir sehen hier die orangene und die lila Linie, kann man auch auf meinem Twitter-Account sich anschauen, gerne folgen, wer auch auf Twitter ist. Und die blaue Linie, und es hat sich seit ein, zwei Wochen, glaube ich, auch noch mehr eher verschlimmert, das sind die Scale-Aktien, also Nanocaps. Normalerweise läuft es relativ ähnlich wie der S-DAX und das Orange ist der S-DAX. Jetzt sehen wir hier doch einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen dem S-DAX und den Scale-30-Werten. Ja, wir sind jetzt unter dem Niveau von Oktober vom letzten Jahr, wo irgendwie man gedacht hat, die Welt geht unter und es gibt kein Gas mehr. So schlimm ist es ja eigentlich jetzt nicht mehr. Trotzdem sind die Aktien jetzt hier nochmal günstiger. Für mich auch eine Begründung hier, gerade in diesen sehr kleinen Aktien, sind halt viele Privatanleger, die beim Momentum auch mal verkaufen. Und muss man natürlich auch sagen, jetzt auch das Video zu C24, es gibt jetzt wieder Zinsen bei den Banken. Und dass der ein oder andere auch mal sagt, du, mir ist das irgendwie zu stressig, ich schiebe da mal was in die 4% Zinsen rüber. Kann ich auch verstehen, wer da noch kein Konto hat, ist auch Link unten in der Videobeschreibung. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern einfach, dass man versteht, hier gibt es jetzt wirklich aus fundamentaler Sicht sehr, sehr viele Chancen. Und der Markt ist nicht so stark, wie man denkt. Zum Beispiel in den USA sind wir beim S&P Small Cap im negativen Territorium, während der S&P 50 mit 23% in Dollar im Plus ist. Ja, also solche Diskrepanzen gab es immer mal wieder, aber auch hier der Performance-Unterschied zwischen der S&P Small Cap 600 und S&P 500 mit den Large Caps war seit 25 Jahren nie so hoch. Und wir kommen aus einer Phase von einer kontinuierlichen Underperformance. Auch die letzten 5, 6, 7 Jahre haben die Small Caps underperformed. Das ist vor allem diesen Tech-Schwergewichten geschuldet. Aber irgendwann ist jeder Trend zu Ende. Wir sehen es halt auch bei diesen gigantischen Firmen wie Apple oder so. Ja, man ist dann an den Grenzen des Wachstums und rein für die Finanzzahlen, für das Wachstum ist die Bewertung im Verhältnis zu diesen kleineren Aktien sehr, sehr teuer. Normalerweise ist es eher ein Tick umgekehrt, dass kleine Aktien oft ein bisschen teurer sind, weil sie stärker wachsen können, weil sie auch mal übernommen werden können. Und nach dem Tech-Quatsch von 2000 haben wir gesehen, kamen 6, 7 Jahre, wo Small Caps extrem outperformed haben. Und das könnte jetzt auch mal wieder der Fall sein. Aus fundamentaler Sicht gibt es, wie gesagt, dafür sehr, sehr viele Gründe. Vor allem, da wir bei der Inflation und wahrscheinlich auch bei den Zinsen die Peaks gesehen haben von den Zentralbanken. Kann sicher jetzt auch noch Momentum getrieben, aber eigentlich kommt die Inflation wirklich runter in den USA. Wir sehen hier bei Trueflation sind wir schon deutlich unter 3%. Und auch die offiziellen Zahlen sollten durch die Hauspreisinflation, die lagging ist, also nachlaufend, auch stärker runterkommen die nächsten Monate. Wenn das dann noch ein bisschen mit dem fallenden Ölpreis, wie wir jetzt hier auch wieder sehen, und einem etwas abkühlenden Arbeitsmarkt zusammenkommt, dann Makro ist immer natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber von der Seite sehe ich einfach eine gewisse Übertreibung da in die andere Richtung und das sollte sich ausgleichen. Und auch die Bewertung, wir sehen hier die US Small Caps, waren seit 2008 nicht mehr so günstig, also deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Ja, und auch in den 90ern, 2000ern waren die Zinsen mal sehr, sehr hoch. Also es ist nicht nur den Zinsen geschuldet. Und
die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt die Riesenrezession bekommen in der USA, ist ja auch jetzt geringer geworden, was dann vielleicht kleinere Aktien mehr betreffen würde, ja, weil gerade kleine Aktien haben auch mehr lokales Exposure, also vor allem US-Geschäft, während die großen Tech-Firmen ja eigentlich ein Call auf die Weltwirtschaft sind, da sie überall, Indien, Europa etc. Aktiv ist. Ja, also nochmal zusammengefasst, ich glaube, ohne das Timing jetzt genau treffen zu können, die Chancen für Small Caps waren wahrscheinlich, wenn ihr jünger seid, in euren Lebzeiten relativ nie besser. Das muss man auch immer vergleichen. Wenn der Gesamtmarkt irgendwie 20-30% fällt, dann steigen die wahrscheinlich auch nicht, aber dann sollten sie dann weniger fallen. Und auch kurzfristig kommt jetzt auch das gute Börsenhalbjahr. Wir hatten ja im Januar gesehen, da gibt es den Januar-Effekt, wo halt auch kleine Aktien dann stark steigen. Und wir hatten auch zwei eher schwache Dezember in den letzten Jahren, könnte auch mal dieses Jahr, was eigentlich der Dezember ein guter Börsenmonat ist, auch mal anders sein, vor allem wenn irgendwie klar ist, wir haben die Zinspeaks gesehen, was ich jetzt schon ein paar Mal davor vermutet hätte, aber jetzt wäre jetzt wirklich halt meine Meinung, dass das jetzt langsam so kommt und vielleicht gibt es ja auch nochmal irgendeine andere positive Überraschung mal auf der Makro-Seite. In Small Caps kann man natürlich direkt investieren, da muss man sich ein bisschen mehr Arbeit machen oder man kann natürlich auch das über meinen Fonds, wo viele Small Caps mit dabei sind, ist allerdings kein Small Cap Fonds, aber er schaut halt fundamental, wo es günstige Chancen gibt und die gibt es halt aktuell meiner Meinung nach mehr im Small Cap Segment oder natürlich auch Wikifolio Nebenwerte Europa. Ja, wir haben gesehen, die Nano Caps sind hier year to date schon deutlich im roten Bereich, das Wikifolio ist immer noch deutlich im Plus, auch wenn es zuletzt im September ein bisschen gezuckt hat, ja, weil die Liquidität ist da oft sehr, sehr dann auch niedrig, wenn dann Leute mal eine Aktie oder ein Wikifolio verkaufen, dann kann es auch zu größeren Kursausschlägen führen. Aber was ich auch sehe, sobald dann mal ein bisschen Interesse an der Aktie reinkommt, dann geht es auch in die andere Richtung nach oben. Was ist eure Meinung dazu? Ist es eine, ich sage nicht Jahrhundertchance, aber Chance des Jahrzehnts? Was glaubt ihr, was die Gründe sind für diese relative Underperformance von diesen Mini-Aktien? Wo natürlich auch viel schlechtere Qualität dabei ist, aber es gibt wirklich auch ein paar Perlen, die, glaube ich, da zu Unrecht abgestraft werden. Und auch wenn es sich im Moment oft immer auch ein bisschen schwierig anfühlt, das sind dann oft die Sachen, wo man dann viele Jahre lang, wenn es dann läuft, Freude dran haben kann, wenn der Markt dreht. Bei der EZB stehen die Chancen, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich, dass die letzte Zinserhöhung war, weil uns sonst Südeuropa umkippt. Ja, da steht ein politischer Druck und das Ähnliche sollte jetzt auch in den USA zunehmen, zumal die Daten also eigentlich nicht mehr hergeben. Aber bei den Zentralbanken weiß man auch nicht immer. Ja, heißt ja auch immer, zwei Volkswirtschaftler, drei Meinungen. Vielen Dank fürs Schauen vom Video. Wenn es gefallen hat, auch natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten.